Auf Anzeigen wie diese müssen sich die Reisenden also ab Montag einrichten. Wieder für 2 Tage, wie schon in der vergangenen Woche. Kritik am erneuten Streik weist die Lokführergewerkschaft zurück. Ist es nicht das Ziel der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in Deutschland, den Eisenbahnverkehr lahmzulegen, sondern ist es das Ziel, verbesserte Einkommen zu erreichen, die Kleinstrente zu schützen. Die GDL fordert 3,2% mehr Lohn in 2 Stufen ab diesem Jahr für eine Laufzeit von 28 Monaten und eine Corona-Beihilfe von 600 Euro. Die Bahn geht zwar bei den 3,2% mehr Geld mit, will aber eine Laufzeit von 40 Monaten und keine Beihilfe bezahlen. Der Vorstand sei kompromissbereit, heißt es aus dem Bahntower, und der Streik völlig überflüssig. Einzig und allein fehlt es an der Verhandlungsbereitschaft der GDL, den Mut, endlich ernsthaft zu verhandeln und an den Tisch zu kommen. Solange der Vorstand kein neues Angebot vorlegt, lehnt das die GDL ab. Auch den Vorwurf, sie sei nicht an einer sachlichen Lösung interessiert und wolle nur ihren Einfluss gegenüber der Konkurrenzgewerkschaft EVG ausweiten, weist Wieselski zurück. Für den Streikfall hat die Bahn erneut einen Notfahrplan angekündigt. Der soll ab 15 Uhr im Internet abrufbar sein.